Shalom Aleichem, guten Abend. Wir lernen heute Sefer Melachim, Könige 2, Kapitel 4, über die Nisim, die Wunder von Navi Elisha. Wir werden ein Stück lesen. Dazu Fragen stellen und danach ein bisschen erklären. Hashem soll uns geben die richtigen Wörter. Und eine Frau von den Weibern, von den jungen Nevim, hat geschrien zu Elisha, also zu sagen: Dein Knecht, mein Mann ist tot. Und du weißt, als dein Knecht ist gewesen Gottes fürchtig. Und der schuldige Balchow ist gekommen, nehmen zu sich meine zwei Kinder für Knecht. Eine Frau. Nicht einfache Frau, eine Frau, ein Weib von einer von den Söhnen von den Propheten, schreit zu Elisha. Dass sie Schulden hat und man will ihre zwei Kinder nehmen als Geiseln, bis der Schuld abgezahlt ist. Hat Elisha zu ihr gesagt: Was soll ich dir tun? Also Elisha weiß nicht, was zu tun. Sag mir, was hast du in Haus? Hat sie gesagt: Dein Dienst hat gar nicht in Haus. Nur bloß ein Krügel Öl. Hat er gesagt: Geh. Borg die Geschirr, die Kelim von draußen, von alle deine Schreinen, die Nachbarn, ledige Geschirr, sollst nicht kargen und sollst reingehen und verschließen die Tür hinter dir und hinter deine Sinn und du sollst angießen in alle die dosige Kelim und die Fülle sollst du wegrücken, in sie weg entgegen von ihm. Also Elisha sagt: Was, ich kann dir nicht helfen, aber sag mir, was du hast. Sie sagt: Ich habe ein kleines Krug Öl. Sagt sie: Geh, borg von alle deinen Nachbarn leere Geschirr und geh mit deinen Kindern in eine Zimmer und schließ die Tür hinter euch und von diesen Öl, die du hast, du sollst überall gießen und nicht aufhören, bis es alles voll ist. Und sie ist weggegangen von ihm und sie hat verschlossen die Tür hinter sich und hinter ihre Sinne. Sie haben sich erlangt und sie hat umgegossen. Und es ist gewesen, wie die Geschirr seinen geworden voll. Also hat sie gesagt zu ihrem Sohn: Der langt mir noch ein Geschirr. Hat er zu ihr gesagt: Nito, Nito merken Kelim, es gibt nicht mehr. Und das Öl hat sich abgestellt. Ist sie gekommen und hat erzählt dem göttlichen Mann, dem Gottesmann Elisha. Und er hat gesagt: Geh, verkauf das Öl und bezahl dein Hof, deine Schulden. Und du mit deinen Söhnen wirst leben auf dem Recht. Also geh, verkauf das Öl, bezahl deine Schulden und das, was übrig bleibt von Geld, du und deine Söhne sollen
leben. Erste Frage. Also die Geschichte ist klar, stimmt? Die Geschichte ist klar. Welches Gefühl hat die Frau, als sie kommt zu Elisha? Ich gebe dir verschiedene Möglichkeiten, welche Gefühle sie hat. Verzweifelt, wütend, hilflos, bitte um Hilfe oder frustriert. Welches Gefühl kommt bei dir rüber am meisten von der Frau? Ich würde sagen, verzweifelt. Verzweifelt. Sehr schön, wenn ein Mensch ist verzweifelt, schreit er. Wütend vielleicht auch. Nein, 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 ich, noch einmal. Ich frage ganz korrekt und überlegen wir uns in dem Text. Wenn du guckst in den Text über diese Frau, okay? Diese Frau, welchen Gefühl, regisch, ist bei ihr sehr dominant? Wenn sie schreit, dann ist sie natürlich wütend. Okay, wer sie ist wütend? Auf wem sie ist wütend? Es gibt drei Möglichkeiten, auf wem sie ist wütend. Mhm. Auf der Jehoram, der Schulden will das Geld zurück. Okay, der ihrem Mann Geld geborgt. Der heißt Jehoram, König Jehoram. Mhm. Über Elisha, der Prophet, weil sie sagt, eine von deinen Assistenten sozusagen, eine von den Leuten in deiner Schule, der, und du kennst ihn, dieses Mann, oder auf Hashem, auf Gott. Auf wem von den drei scheint dir, dass sie ist wütend? Noch einmal. Okay. Es gibt drei Leute, wo sie wütend sein kann. Der will das Geld zurück oder ihre Kinder, schreit sie auf ihm oder über ihm oder sie ist wütend auf ihm, dass so will er das Geld zurück. Oder über Elisha, wo es war eine von den Schebnerne wie ihm, also mein Mann ist gewesen von den Jungen wie ihm, von den jungen Propheten. Oder sie ist wütend auf zornig auf Gott. Auf Elisha vielleicht. Auf Elisha. Sehr schön. Warum sie ist wütend auf Elisha? Was vertretet Elisha? Elisha vertretet ja den Schuldner. Was vertretet Elisha in dieser Erde? Wen vertretet er? Als Prophet. Gott. Dankeschön. Gott schwer wütend zu sein, weil man braucht einen Ansprechpartner. Ja. Okay? Also wer ist der Ansprechpartner von Gott? Der Prophet, der Elisha. Okay? Also die Frau ist wütend auf Gott und sie kann nicht an Gott schreien, weil Gott gibt keine Signale zurück. Sie kommt an den Gottesmann und sie fragt, wo ist die Gerechtigkeit? Okay, mein Mann war ein Gottesfürchtiger und das ist das Ergebnis, das ist das Resultat. Ein guter Mensch, ein Zeitig soll leiden, soll eine Frau leiden, eine Witwe soll leiden, die Kinder soll leiden. Okay, okay. Jetzt, was passiert, wenn ich bin ein Prophet? Kommt zu mir eine Frau, eine Witwe, und sie sagt, eine Frau, Witwe, schreit zu Schlomo und sie sagt, mein Mann ist tot und ich habe Schulden. Was würde ich machen? Was würde ich für die Frau machen? Helfen oder Wunder machen? Wenn du die Wunder machen kannst, wirst du Wunder tun. Warum soll ich Wunder für sie machen?
Jemand will dir Hilfe. Machst du ein Wunder oder Hilfe? Warum nicht? Ein Wunder. Noch einmal die Frage. Okay, ich erkläre dir noch etwas. Jeden Wunder, die steht geschrieben in die Tanach, ist ein Wunder für die Zukunft. Das ist nicht geschrieben, einfach um zu zeigen, wie groß ist Elisha. Es ist für uns etwas zu lernen für unser Leben. Sonst hätte er es nicht geschrieben. Meine Frage ist, wenn jemand kommt zu mir, eine Witwe heute, und sie weint, und sie hat kein Geld, ich werde Spende-Charity-Aktion machen und sage, nee, Chaverim, schlimme Sache, bitte, jeder soll geben 100, jeder soll machen Jahresbetrag für diese Frau monatlich 30 Euro und wir werden nehmen 100 Leute, also ich werde Charity machen und diese Frau auf die Beine stellen und zu helfen. Warum? Elisha ist doch ein Prophet. Warum muss er machen Ölwunder? Warum braucht er eine Wunder? Soll er sie helfen? Soll er sie geben Geld? Soll er gehen mit Leuten reden, mit Jehoram, mit der Schuldverbrecher, der will die Kinder nehmen, dass die jüdische Gemeinde ist bereit, jeden Monat ihm zu bezahlen, ein Budget. Und soll er die Kinder befreien? Warum braucht Elisha hier Wunder zu machen? Hast du verstanden? Also dann haben wir schon zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum sie ist wütend? Welche Unrecht sieht sie hier? Zweite Frage ist, warum Elisha schiebt dem Schuld auf die Adresse von dem Zorn? Der nennt das nicht auf sich. Wenn sie ist sauer auf Gott, er wendet die Frage an Gott. Er will, soll Gott machen eine Wunder. Wenn jemand kommt zu mir mit einem Problem, versuche ich ihm zu helfen, weil er ist zu mir gekommen. Sie ist nicht zu ihm gekommen als Elisha. Sie ist zu ihm gekommen als Navi, als Prophet. Dann muss er machen eine Wunder. Er muss die Beschwerde geben am Chef. Verstanden? Also er muss die Beschwerde weiterleiten. Er ist eine Navi, seine Beamte. Okay? Jetzt kommt die dritte Frage und danach können wir, wie man sagt, die gesamte Geschichte gut verstehen. Elisha fragt, er sagt, er weiß nicht, was zu tun, aber er fragt, ob sie hat etwas noch zu Hause. Warum braucht er irgendein Gefäß? Warum braucht er ein bisschen Öl? Wenn er macht schon sowieso eine Wunder, soll er machen eine Wunder, soll sie finden ein Krug Öl, soll er bei ihr zu Hause machen Chanukka. Also soll er bei ihr machen eine Wunder. Wenn schon eine Wunder, dann eine komplette. Wieso nimm Gefäße von allen Nachbarinnen und schließ die Tür gegen böse Augen, soll niemand sehen die Wunder. Und dann gehst du das auch verkaufen. Wenn er will eine Wunder, kein Problem, soll sie finden eine goldene Axt. Was weiß ich. Soll sie finden einen Schatz? Soll sie finden, keine Ahnung, soll er machen so wie sein Rebbe Eliyahu? Soll diese Mehl, soll nie aufhören, immer haben Mehl zu Hause. Shalom, dann hast du was zu essen. Okay. Ich glaube, wir haben die Fragen verstanden. Jetzt kommt die Antwort. Wenn Chassidim lernen Tanach, was macht die chassidische Weg, Tanach zu lernen, anders? Sie mögen keine anonyme Personen. Sie müssen finden, bei jedem Person, der spielt, wer ist es. Sonst kann man die Geschichte nicht verstehen. Du kannst nicht sagen, eine Frau ist gekommen, mein Mann ist gestorben, der Schuldige ist gekommen, hallo, ma makara, mise, maze, efo, lama, kama. Also, die suchen, was? Es gibt Menschen, die so Geschichten erzählen und da versteht man auch nichts. Eben.
Deshalb, wenn Hasidim lernen Tanach in der Richtung von Chazal, die erste Sache, was sie über die Geschichte wollen, sie wollen Namen wissen, wer ist der Person, was hat er gemacht, und dann die Geschichte noch einmal zu erzählen und dann alle Sachen, wenn man kennt die Persönlichkeit, dann versteht man später die Geschichte. Okay? Deshalb, wenn wir verstehen die Personen, die hier spielen, in dieser Tanach-Geschichte, wird uns viel mehr leichter sein am Leben. Also sagen unsere Weisen etwas sehr interessant. Sie sagen, dass die Frau von die Frau hieß hier die Frau vom Prophet Ovadia. Ovadia. Also wer ist gestorben? Ovadia. Wer ist Ovadia? Ovadia ist ein Prophet. Der war in die Zeit von Isabel und Achav. Steht geschrieben in Könige 1, Kapitel 18. Dass es war ein Hausmeister, er war ein Gottesfürchtiger. Okay, hörst du den Titel? Er war Gottesfürchtiger. Es gibt nur vier Personen in dem Tanach, wo es steht geschrieben, dass sie waren Gottesfürchtige. Abraham, Atayadati ki yere Elokimata, Yosef, ki eta Elokim ani yare, Iov, ish yere Elokim, und der vierte ist Ovadiau. Vier Leute in dem ganzen Heiligen Schriften haben meinen Titel Yere Elohim. Also Abraham wissen wir, wer ist das. Das ist nicht Abraham hier. Es ist auch nicht Josef, die sind schon längst tot. Es kann auch nicht sein Iov. Es ist nur geblieben Ovadiau, wo es steht in dem Tanach, dass er war Gottes Fürstück. Was hat Ovadiau gemacht? Nachdem wo Isabel hat getötet, alle Propheten, hat er genommen 100 Propheten und er hat sie versteckt. 50 in Juda, 50 in Schomron und er hat sie auch finanziert. Von wo? Von Geld sammeln. Er hat bei Leuten Geld gespendet, geschnorrt. Was total unangenehm ist. Aber der hat das gemacht, weil er war überzeugt. Aber Leute haben nicht genommen Geld, weil diese ganze Mission war anonym. Er hat nur gesagt, anonyme, hungrige Leute. Menschen wollen gerne spenden, wo sie wissen, wo ihr Geld geht. Ja. Gut, dann geht er zu Jehoram, der zukünftige König von Israel, und er borgt bei ihm Geld. Er borgt bei ihm Geld, um zu beleben die 100 Propheten. Wahrscheinlich diesen Arbeitsbelastung, Ungerechtigkeitsbelastung, Schuldenbelastung haben etwas gemacht mit seinem Herz und er ist mit jungen Jahren gestorben, etwas unfertig. Der hat zwei Knabenkinder zu Hause, 10, 11 Jahre alt. Und Ovadia selbst war ein Ger, der war sogar ein Proselyt. Also stell mal vor, einer, der gehört nicht zum Judentum, konvertiert sich zum Judentum. Und was hat er in seinem Leben? Nur Pech. Pechvogel. Also nur Unglück. Man tötet die Propheten, er borgt Geld, Leute geben ihm nicht Spenden, er kann nicht bezahlen seine Schulden, er ist nicht zu Hause und zum Schluss stirbt er noch. Seine Frau ist entsetzt. Nach dem Tod, sagen unsere Weisen, die Frau von Ovadia, ist gegangen zu seinem Grab. Und was hat sie gemacht am Grab? Das, was jeden guten Verwandter lieb macht, weint, weint und weint und weint. Und dann erzählen unsere Weisen, beten an Gräber hilft. Und dann ihr Mann hat ihr gesagt, geh an Gottes Vertreter in diese Welt und stell ihm diese Frage, warum in dieser Welt ist alles Unrecht.
unstet, unstabil, unsicher, unfair, unfair. Das ist unfair. Und dann kommt eine Frau von den Frauen, die Sonne von den Propheten, die Frau von Ovadia, schreit zum Elisha, sie ist wütend und zornig. Auf wem? Auf Hashem. Und wer ist bei ihr der Vertreter von Gott? Du hast schon gesagt, Elisha, und richtig. Aber wer ist, sie ist nicht wütend auf Elisha als Person Elisha. Weil hätte sie wütend auf Elisha, auf Person Elisha, sagt, was habe ich damit? Also ich habe nicht deine Schulden gemacht, ich kann dir helfen, Madame. Ich kann Geld sammeln, machen eine Charity, ich kann machen eine Spendeaktion in Facebook. Also kriegst du 3000 Euro, was soll ich machen? Ich würde machen Werbung in die ganze Welt, ich würde nehmen einen Journalist, dass deine Kinder ist verhaftet. Also ich würde etwas tun, dass der Staat soll dir helfen. Also man kann, es gibt schon Stipendium für die Kinder. Ich schicke deine Kinder im Heim. Also, aber hier geht es eine Unrechtsbeschwerde über Gott und alles Schlimmste nicht nur über finanzielle Probleme. Über finanzielle Probleme kann man die Sache lösen. Hier geht es um Geiselnahmen um zwei Kinder. Das ist die entscheidende Geschichte, warum der Tanach will das uns erzählen. Geld ist noch kein Grund zu erzählen, eine Wunder in der Tanach. Kinder schon. Geld kann man essen, wenig Brot. Kann man arm sein. Aber Kinder so leiden wegen die Schulden von den Eltern, das ist nicht jüdisch. Es gibt nicht sozusagen Erbschuld, Erbsünde, Papa isst unreife Feigen und die Kinder sollen bekommen Bauchschmerzen. Geht nicht. Was haben die Kinder zu tragen? Schuld. Und der Papa war sogar ein Tzadik. Ein Gottesfürchtiger, Jireh Hashem. Und Jehoram ist gekommen, um zu nehmen meine zwei Kinder, sagt Elisha, was kann ich dir machen? Gib mir irgendeine Sache, wo ich kann damit bewirken dem Wunder. Was heißt das? Nur Gott kann machen vom Nix Wunder. Ein Mensch kann zaubern von das, was der hat. Weißt du, du bist Mutter von Kindern. Ja. Manchmal erzählst du die Freunde, wow, plötzlich sind gekommen viele Gäste und ich habe was gezaubert und es war wirklich wunderbare Rosh Hashanah. Also wir haben uns vorbereitet auf 10 und zum Schluss waren da 17. Ich habe was gezaubert, mehr Eier in dem Eiersalat, mehr Brot bei der ersten Speise, ich habe so mehr Wasser bei der Suppe, niemand hat bemerkt, ich habe was gezaubert. Ein Mensch kann... Ja. Es muss irgendwas da sein, um etwas zu verzaubern. Nur Gott kann machen vom Nichts etwas. Ein Mensch muss etwas haben in der Hand, wo soll Gott ihm bringen dem Wunder. Und die Geschichte von diesem Kapitel will es uns erzählen, dieser erste Teil von diesem Kapitel will es uns erzählen. Willst Lösung in dein Leben, in Gesund, in Parnasse, in Naches, in Bewerbung, vom Sitzen alleine und Warten soll vom Nichts etwas passieren, kannst warten und warten. Es wird nicht passieren. Sollst klopfen bei den Nachbarn, sollst klopfen sehr oft. Es gibt einen Spruch, niemand ist gestorben von Hunger, viele sind gestorben von Schämen, von Schande. Also Menschen, die nicht bereit um Hilfe zu bieten, das ist nicht gut. Von der Geschichte lernen wir folgende Sachen. Eins, es ist erlaubt, wütend zu sein auf Hashem. Erlaubt. Es ist erlaubt, schwere Fragen mit großer Ehre und Respekt und fragen Hashem, Lama? Lama yechere abcha be'amecha? Warum machst du uns so? Warum? Warum? Wer braucht das? Lama? Man kann auch schreien. Lama? Lama reota lama? Warum machst du so viel schlecht zu diesem Volk? Darf man schreien? Mit voller Kavod, mit voller Ehre, aber schreien ist eben tut weh. Schreit man. Schreien ist wütend. Sie glaubt, dass Elisha ist Vertreter von Hashem in dieser Welt. Das ist eine schöne Sache. Sie kommt zu ihm. Du bist eine Navi, du vertretest Gott.
Die Schulden sind auf dein Kopf. Mein Mann war ein fürchtiger Mann. Und er hat mir gesagt, zu dir zu gehen. Guck mal, wie schön ist das, dass man hat einen Rebbe. Dass man hat einen, wo man kann mit ihm sozusagen loslegen, die ganzen Emotionen. Und Elisha fragt, was kann ich dir tun? Das heißt, ich kann dir nicht helfen. Aber die Beschwerde kann ich weiterleiten. Gott wird zeigen, ob er will jetzt wirken oder nicht. Oh, jetzt kommt. Jeder Mensch, der hat irgendeinen Segen in sein Leben, soll das lieber verbergen. Soll niemand wissen. Die Menschen sind missgünstig, neidisch, eifersüchtig. Dem Segen soll man behalten zu Hause. Soll man das schließen im Zimmer. Soll man das nicht nach außen zeigen. In dem Moment, wo der Segen kommt raus, der Segen hört auf. Der Segen ist eine Sache, Bracha, Bedelet Zgura. Ein Segen in einem geschlossenen Raum. Dort passiert dem Segen. Es gibt Sachen, wo soll man von Augen von Menschen beseitigen. Nicht sagen, nicht erzählen und nicht zeigen. Okay. Wie können wir diesen Shiur praktizieren in unserem Leben? Nummer eins, beim Geld sparen, nicht Geld zählen. Okay. Nicht zählen. Hast du einen Umschlag? Es gibt drinnen 600 oder 1000 oder 1300. Nicht zählen. Beim Zählen hast du schon die Grenze beendet. Leg immer noch rein, guck nicht, wie viel ist drinnen. Wenn man guckt nicht, wie viel ist drinnen, der Geschirr kann sich erfüllen. Unglaublich. Also ist eine super, super Idee. Nicht zählen, wie viel man hat. Wenn du zählst, was? Ich sag, das werde ich jetzt so machen. Ja, nicht gucken, nicht bei dem, und auch nicht in Portemonnaie. Nicht die ganze Zeit gucken, ah, ich habe 200 jetzt, 180 oder so. Überlegen, was man braucht. Und man kauft nicht nach das, was man hat. Man kauft nach das, was man braucht. Verstehst du den Unterschied? Es gibt Leute, die sagen, ah, ich habe 250 Euro jetzt in Tasche. Oh, wenn es nicht reicht, nehme ich noch die Karte. Nee. Weder die Karte noch die Scheine. Sowieso ist es besser zu kaufen mit Scheine als mit Karte. Aber der Mensch, der will Segen in sein Leben, soll er das verbergen. Soll er das nicht zählen, nicht aufzählen und nicht erzählen. Alles, was er macht mit Zählen, er bringt dem Segen, er reduziert es. Warum? Weil in dem Moment, wo hat er schon angegeben, hat er schon ein gewisses Glück vom Segen bekommen. Ja, wir waren in Urlaub und das und Pipapu und wunderbare Flug und wunderbare im Hotel und wunderbare, ja, okay, Schkoja, hast du erzählt, hast du schon einen Genuss dabei. Vielleicht dieser Genuss konnte sein von Hashem in deine Tasche, mehr Scheine für nächsten Urlaub. Ich rede nicht jetzt Menschen, die dir wichtig und dir gönnen. Da ist das nicht das Problem. Aber es gibt sehr oft, wo man die Sachen, wo die Tür ist offen, der Segen ist weg. Also das ist die erste Sache. Nicht zählen dem Segen. Zweitens, alles was man will am Leben bewegen, soll man es lassen, soll dem Segen von Hashem soll auf etwas sitzen. Es wird nicht Geld kommen ohne Arbeiten. Es wird nicht Schiduch kommen ohne zu suchen. Es wird nicht Einladung zum Shabbat von jemand dich einladen, ohne dich, dass du meldest. Es wird mich sehr freuen, auch einmal zu euch eingeladen zu werden. Einmal ist peinlich, aber zweiten Mal ist schon schön. Und stell mal vor, Menschen freuen sich. Menschen freuen sich. Kannst du Leute einladen und du kannst dich selbst auch einladen. Wenn jemand gefällt dir und du willst Kontakt, kannst sagen, mein Mann und ich hätten uns sehr gewünscht, zu euch kommen einen Abend zum Tasse Kaffee, wenn es geht. Ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand wird sagen, nee, es geht nicht. Ja, gerne, komm zum Kaffee und Kuchen. Ich kann dir nur sagen, es muss nur jemand sein, der dir wirklich vom Herzen
ein Segen bringen kann im Leben. Wir haben das hier in Jerusalem gemacht, sogar angerufen, Shalom, wir wollen euch einladen zum Freitagabend, oder wir möchten uns euch einladen, wir möchten uns zu euch bitte kommen, mit ein Kind, mit drei, spielt keine Rolle, also gemäß. Und manchmal Leute sagen, ja schade, gerade diese Schabbes geht nicht, aber nächste Schabbes, sehr gerne. Okay, dann eine Minute nimmst du Luft und eine Minute danach hast du schon eine Einladung für nächste Schabbes. Und so bereichert sich dem Segen die Freundschaft, die Kontakte. Wenn man redet, soll man sich sprechen und reden und wünschen. Damit kann man viel mehr erreichen. Die dritte und die letzte Sache ist Kontakt zu der Rebbe. Hashem steht geschrieben im zweiten Buch Moshe, Vayaminu ba-Hashem u-be-Moshe avdo. Sie vertrauen Gott und Moshe sein Knecht, sein Diener. Hashem ba-Shamayim, aber die Tzadikim sind ähnlich zu dem Schöpfer. Sie vertreten seine Mission hier unten. Wenn man hat Kontakt zu dem Rebbe, man lernt mit ihm, man unterstützt ihn, man beratet mit ihm. Er ist nicht Elisha. Er ist der Diener von Gott. Deshalb Elisha versucht sie nicht selbst zu helfen von sich. Er versucht wirklich einleiten dem Beschwerde an dem Chef. Und was macht der Chef? Ness. Wunder. Unglaublich, weil er zeigt, ja, eine von den 13 Glaubenbekenntnis sind, dass Hashem begnadet, begabt besondere Leute mit seiner Prophezeiung. Und diese Emunah zu wissen, ist eine wunderbare Sache, weil das ist eine von den 13 Grundlage von Glaubens Anima Amin, in Emunat Israel. Shkoyach.